Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joseko und wir sind hier in Tropico 6. Ich bin heute nicht alleine. Dabei habe ich den Immi, Mitentwickler von Tropico 6 in Reinforce Studios. Hallo Immi. Hallo. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir das Ganze gemeinsam durchzugehen, um den Leuten zu zeigen, was sie denn hier Neues in dem neuen DLC Caribbean Skies erwartet. Erzähl mal, wie lange bist du dabei? Was hat dir besonders Spaß gemacht und was möchtest du vielleicht von den Leuten wissen oder was würdest du gerne loswerden, bevor wir ins Spiel reingehen? Ja, also ich bin bei Reinforce Studios bin ich schon seit Ewigkeiten dabei. Ich glaube seit 2010, habe die ganze Dungeons-Serie da mitgemacht. Und jetzt bin ich bei Tropico seit ein paar Monaten. Seit Patch 10, Juli, August rum. Und ja, wir haben den DLC fleißig entwickelt. Und das ist der DLC Caribbean Skies. Ja, was ich von euch wissen würde, ist, ob es Spaß macht natürlich. Ich bin im Forum aktiv, im Steam-Forum. Also wenn ihr mir schreiben wollt oder wenn ihr dort irgendwann ein Imi seht, das bin dann ich. Ja, das werden die Leute hoffentlich auch machen. Also ich hatte ja jetzt schon das Glück gehabt, ich habe mal in das ganze Spiel bereits reingeguckt, habe festgestellt, es macht wirklich, ja, ziemlich viel Spaß, ist allerdings ein bisschen komplizierter als alle anderen, deswegen habe ich auch angefragt, ob du da mal Zeit hast. Und ich habe hier auch schon vorbereitet, dass wir hier auf eine Karte gehen, natürlich unbegrenzt Geld, wir wollen da ja schnell reingehen, dass wir den Leuten vielleicht mal gemeinsam erklären können, wie die ganzen Sachen hier funktionieren. Und da starte ich im Hintergrund einfach mal die Karte. So, dann haben wir das Spiel jetzt mal geladen. Wir sind jetzt hier in der Karte drin. Ich habe natürlich noch nichts gemacht, habe direkt mal das Spiel erstmal pausiert. Womit wollen wir jetzt erstmal anfangen? Was ist so das, was der User, wenn er dann reinkommt mit den neuen Features, so aus deiner Sicht als erstes machen sollte? Oder ja, also machen als würde? Als erstes, wenn er nicht die Kampagne spielt, aber auch wenn er die Kampagne spielt, denke ich, ist die Drohnenproduktion das Coolste und Wichtigste. Das wäre also die Batteriefabrik. Ja. Wir haben eine neue Ressource, die Batterien. Ja, das wäre dann dieses Gebäude. Ich halte natürlich erstmal direkt alles frei. Wir haben ja das Geld, ich habe extra auf unbegrenzt gestellt, dass wir hier keine Schwierigkeiten haben. Gut, das ist die Batteriefabrik. Braucht ganz normal Arbeiter, gebildete oder ungebildete. Weißt du es auswendig? Ich weiß gerade nicht auswendig. Das ist der Entwickler. Er weiß selber nicht, was er gemacht hat. Bauen wir es mal direkt fertig. Und natürlich müssen wir dafür auch auf Play drücken. Ja, lass mich doch in Ruhe. Jetzt haben wir die Wahlen noch gar nicht weggeklickt. Wir klicken natürlich immer die wichtigsten Sachen direkt an. Und ich sehe schon als erstes, sie braucht Strom. Heißt das, dass wir die erst in einer späteren Zeit bauen oder wird die am Anfang mit Kohle betrieben? Die ganzen Drohnen gibt es erst in der Moderne. Und da gibt es natürlich schon Strom. Und die muss man versorgen. Das ist richtig. Ja, okay. Dann wollen wir denen mal Strom geben. Die kriegen auch ein eigenes Kraftwerk. Was für ein sowas? So ist das. Also ich finde auch, jedes Unternehmen sollte ein eigenes Kraftwerk haben, hat aber eine sehr hohe Energiebilanz mit 50, wobei das geht eigentlich noch. Ne? Okay, ich sehe direkt Nickel, Aluminium, das wären halt, Nickel ist eigentlich nur für Fahrzeuge wichtig sonst, ne? Ja, das war unter anderem eine Idee von den Ressourcen, die wir benutzen, dass wir die wenig benutzen, ein bisschen mehr featuren, damit die auch etwas interessanter werden. Und Nickel war eins auf der Liste. Ja, da habe ich mich auch immer gefragt, was wir sonst damit machen wollen. Jetzt habe ich mir natürlich eine gute Insel ausgesucht, ne? Wobei doch da unten ist Nickel. Das werde ich natürlich direkt mal nebenbei machen. Wobei ich kenne mich, ich bin viel zu faul dafür. Wir werden das ganze Zeug natürlich importieren. Wir haben ja eh genug Geld. Nickel und Aluminium war das. Da haben wir Nickel, importieren war direkt mal genug. Und Aluminium. Ja, jetzt müsste man cheaten können, dass man das alles zusammen hätte. So, und ja, kaufen wir. So, sollte das Schiff kommt, ist gerade weg, dann brauchen wir aber nicht nur die Batteriefabrik. Wir brauchen auch noch, habe ich gesehen gerade, direkt daneben, damit das funktioniert, die Drohnenfabrik. Denn die wollten wir uns ja jetzt angucken, wenn ich das richtig sehe. Bauen wir die auch mal fertig. Und wenn wir in der Drohnenfabrik dann drin sind, brauchen wir Batterien und Aluminium. Also Aluminium ist ja also sehr wichtig, würde ich sagen. Korrekt. Doppelt gefeatured. Allerdings ist das unterschiedlich, je nachdem, welchen Drohnentyp ich herstelle. Also die Logistikdrohnen, das sind, denke ich, die wichtigsten Drohnen und auch wahrscheinlich die schönsten. Ja. Die brauchen Aluminium und Batterien. Dafür müssen wir jetzt die Drohnenfabrik erforschen. Als Forschung. Gut, dann machen wir das doch mal ganz schnell. Forschung kennen wir ja alle, brauchen wir einfach nur die Bibliothek. Reicht eine
Und wer mich kennt, weiß, eine reicht bei mir nie. Es muss ja immer schnell gehen. Ich habe ja keine Zeit. So. Ich weiß, anders könnten wir schneller an die Forschungspunkte kommen, ne? Jetzt habe ich aber das Problem, glaube ich, dass ich keine intelligenten Leute habe, die... Doch, doch, habe ich. Passt, wird direkt geupgradet hier. Hauptsache, es geht schnell. Und wird dann auch, nehme ich an, in der Moderne erforscht, ja? Korrekt. Nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit suche. Da ist die Drohnenfabrik. Lohnt sich auch die Forschung für die Batteriefabrik? Oder sollte ich mich in erster Linie darauf konzentrieren, hier diese Drohnen zu erforschen? Boah. Ob sich das lohnt? Ja. Weil du vorhin erwähnt hast, ich bin tatsächlich bei Realmforge ein Programmierer. Ja. Also deswegen, ich spiele das Spiel tatsächlich nicht so häufig. Ich kenne sehr gut die unten drunter liegenden Game-Mechaniken, weil ich die meistens programmiert habe. Aber ich bin bei Weitem kein so guter Spieler wie du. Das heißt, ich überlasse dir die Idee und dann das Ausklamüsern, ob das eine gute Idee ist oder ob das eher nicht so effizient ist oder in welchen Karten man das einsetzen sollte oder nicht. Ja, dann sage ich jetzt als Spielersicht, wenn ich sehe, dass die Arbeitsqualität sich bis auf 22,5 verringert, sehe ich das als sehr kritisch an, weil ich dadurch die Zufriedenheit in der Bevölkerung ja so weit runterschraube, wenn ich zu viele Drohnenfabriken habe, als dass ich das Risiko nicht eingehen würde für 30%, dann würde ich lieber eine zweite bauen. Möglich. Das wäre so mein erster Gedanke, den ich dabei habe. Bei der Drohnenfabrik fällt mir ein, ja. Die hat tatsächlich ein, also die hat diese drei verschiedenen Arbeitsmodi. Und ja, die haben wir auch erforscht. Genau, hat es auch einen letzten Arbeitsmodus, alle Drohnenarten bekommen. Das ist quasi ein Joker, damit man genau nicht drei verschiedene Drohnenfabriken unbedingt bauen muss, damit es irgendwie Spaß macht. Das heißt, das ist eigentlich der coolste von allen. Der baut dann je nachdem, was für Input-Ressourcen da sind, die entsprechenden verschiedenen Drohnenarten, auch automatisch. Ja, ich sehe jetzt, dass man da auch Stoffe und Elektronik zur Verfügung hat. Muss man dann alle vier Sachen anliefern oder reicht es nach wie vor, wenn man eine Sache eigentlich anliefert oder zwei? Die Drohnenfabrik versucht, das zu bauen, was möglich ist. Und man braucht weiterhin nur zum Beispiel Batterien und Aluminium für Logistikdrohnen. Das heißt, wenn man nur Batterien und Aluminium anliefern kann, dann produziert es halt nur Logistikdrohnen. Also es ist wirklich wie so eine Art Joker. Okay, das heißt, wenn er auch die anderen hat, dann hier Batterien und Stoffe, dann würde er davon Passagierdrohnen bauen und ansonsten bei Elektronik auch die Überwachungsdrohnen. Genau. Also es gibt eigentlich nur den Grund, das dann wieder von alle Drohnenarten wegzunehmen, wenn man jetzt wirklich gesagt, ja, okay, ich will nur Logistikdrohnen, das andere will ich gar nicht produzieren, das nervt. Gut, dann gehen wir mal auf die unterschiedlichen Drohnentypen ein, was die so machen, wofür sie wichtig sind und wofür sie eingesetzt werden, denke ich, wäre dann ganz sinnvoll. Gerne. Fangen wir systematisch an. Das oberste sind die Logistikdrohnen. Für die Logistikdrohnen, das habe ich ja schon festgestellt, brauchen wir den Drohnenlieferdienst. Den schalten wir natürlich auch wieder frei. Und davon baue ich jetzt erstmal ja, ein Gebäude. Ich habe gehört, die Umweltschützer, die magst du besonders. Ja. Dann freu dich darauf, in dem Video von der 5. Mission, was für die Zuschauer am Sonntag, glaube ich, kommt, weil es sind ja 5 Missionen, Mittwoch fange ich an. Ja, was am Sonntag kommt, da lieben wir die Umweltschützer, weil die helfen uns. Tja, das deswegen wird werde ich die 5. Mission nie unentschieden schaffen. Ja, das werden wir noch sehen. Einfach mal nachspielen, klappt gut. Okay, ich habe das jetzt gebaut. Hier sieht man auch noch ein weiteres Feature. Die Drohnenfabrik liefert Logistikdrohnen selbstständig an die, also da braucht die keine Teamster dafür. Die fliegen ja selbstständig zum Drohnen-Lieferservice und auch zum Drohnen-Heimlieferservice, den wir dann später noch besprechen. Ja, jetzt sehe ich, dass wir 50 Drohnen einliefern. Heißt das, dass die Drohnen selbstständig jetzt eine Strecke fliegen, danach kaputt sind und nachgeliefert werden? Oder ist das so, dass die permanent bleiben, ohne dass sie kaputt gehen? Die Drohnen, die gehen kaputt über die Zeit, das ist richtig. Es ist ein bisschen unterschiedlich je nach Drohnentyp. Die Logistikdrohnen, die gehen einfach so mal kaputt, wenn die Batterie alle ist. Ja. Und das ist halt so ein Kollateralschaden, den man über die Zeit bezahlt für den coolen Service, dass man direkt was liefert und schneller was liefert. Muss man in seine Wirtschaft mit einkalkulieren. Geht halt immer mal was kaputt. Ja, das bin ich gewohnt. Bei mir geht immer was kaputt, weil ich meistens die Feuerwache vergesse. Genau. Feuer geht auch manchmal was kaputt. Also, ja. Sieht genau. Man auch ab und zu mal, wenn man genau hinschaut, explodiert dann so eine kleine Drohne. Nicht erschrecken. Ist halt so.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe es, muss ich ehrlich sagen, bis jetzt noch nicht gesehen, dass sie kaputt gegangen sind. Aber okay. So, dafür, das habe ich schon festgestellt, müssen wir dann eine Route konfigurieren und können dann Route einstellen oder wir wählen alle Routen bearbeiten. Das habe ich jetzt so verstanden gehabt, dass egal wie viele Logistikzentren ich habe, also Lieferdrohnengebäude, Drohnenlieferdienste, die untereinander, also nacheinander alle abgearbeitet werden, immer wenn ich auf Route einstellen gehe. Das ist richtig. Wenn man alle Routen editieren hat und neue Routen hinzufügt, sucht er sich den Lieferdienst aus, der am nächsten zur Route liegt, weil der am besten ist, damit die Drohnen nicht so lange mit leerer Batterie rumfliegen, weil sie da kaputt gehen können. Das heißt, wer nicht genau sagen will, okay, dieser Lieferservice macht genau diese Route, der macht das, stellt am besten das alle ein und klickt nacheinander seine Routen durch, bis keine mehr möglich sind. Das heißt, die fliegen also immer wieder, wenn sie einen Auftrag gemacht haben, erst zurück zu ihrer Station, um dann zu starten und den neuen Auftrag zu machen? Oder ist das so, wenn ich jetzt zwei Gebäude verbunden habe, was wir jetzt gleich ja machen werden, fliegt er permanent hin und her, bis solange er kann? Genau. Drohnen fliegen generell rum, bis die Batterie alle ist. Er fliegt tatsächlich von Start zum Ziel, immer hin und her. Drohnen sind ziemlich dumm. Die machen genau das, was man ihnen sagt, anders als Teamster. Das ist auch wichtig, dran zu erinnern. Das heißt, wenn da gerade keine warm mehr in dem Quellgebäude sind, dann warten die halt dort die ganze Zeit und die Batterie wird alle. Sobald die Batterie alle ist, fliegen sie wieder zurück zu ihrem Lieferdienstservice. Aber während die Batterie alle ist und sie fliegen, können sie kaputt gehen. Das heißt, man sollte versuchen zu minimieren, also nicht gerade die Drohne am anderen Ende der Karte hin und her schicken, dann haben sie einen langen Weg zurück zum Lieferservice, wenn sie alle sind, und längere Zeit kaputt zu gehen. Ja, da bringst du einen wichtigen Punkt zum Tragen. Ist es so, dass du die quasi unendlich weit wegschicken kannst oder ist es eher so, dass sie nur einen gewissen Radius haben von ihrer Startstation, wo man sie losschicken kann? Die Logistikdrohnen fliegen unendlich weit weg. Im Multiplayer sogar zum Gegner, aber nur liefernd. Also man kann dem Gegner sogar noch Gegenstände schenken damit. Oh, da schicke ich da die Bomben rüber. Das wird interessant auf jeden Fall. Dann stellen wir das einfach mal ein. Ich würde ja sagen, da wir die Rohstoffe für die Batteriefabrik anliefern lassen von den Schiffen, starten wir einfach hier unten, geht automatisch weiter. Entschuldigung, jetzt habe ich Mist erzählt. Ich glaube, das müssen wir erstmal ausprobieren. Entweder war es der Cargo-Airport oder der Drohnenlieferservice, der Multiplayer beliefern kann. Ich glaube, es war der Flughafen. Okay, gut. So. Ich habe das jetzt erstmal eingestellt. Am Ende muss der Spieler dann einfach nur noch die Route bestätigen klicken und man sieht schon, dass die Drohnen auch losfliegen. Jetzt wüsste ich natürlich gerne, was die geladen haben. Das kann ich aber wo einsehen? Das kann ich leider nur einsehen, wenn ich über das Icon der Drohne habe. Ja, genau. Jetzt steht da Hold La, getragene Ware nichts. Die ist noch auf dem Weg zum Ware aufnehmen. Das heißt, die hat noch nichts da und damit weiß ich es noch nicht. Genau, wenn ich draufklicke, zu mich hin und folge ihr auch mit der Kamera. Momentan warten sie, dass irgendwelche Waren, die sie liefern sollen, im Hafen ankommen. Ja, dann Schiff, komm her. Okay, ich glaube dir das jetzt mal so, dass das genauso... Oh, jetzt passiert. Jetzt ist die Batterie alle. Das geht aber schnell. Das heißt, wenn ich die so zu weit wegschicke, bei der Dauer, schaffen die das gar nicht, über die ganze Insel zu kommen. Wir werden gerade angegriffen. Moment, da müssen wir gerade intervenieren. Wir können den Angriff auf uns nicht zulassen. Das heißt, wir werden mal ganz schnell hier eine kleine Gegenmaßnahme starten. So, jetzt haben wir hier erstmal Ruhe. Das machen die schon. Ja, da sehe ich dann gerade, gibt es Kriegsdrohnen? Es gab bereits Kriegsdrohnen. Das heißt, also es ist nicht ganz richtig, dass Drohnen komplett neu sind für Tropico. Es gab ja bereits schon das Drohnengebäude. Genau. Und das haben wir auch nicht geändert. Das hat weiterhin seine alte Funktionalität. Sehr gut. Okay, man kann hier auf jeden Fall bis zu 3 Routen einstellen. Wenn ich also jetzt hingehe, Route 2, sage ich, okay, bringst du von da direkt zum Nachbargebäude, dann wäre das eher unsinnig oder würde das sogar Sinn machen, so dichte Gebäude miteinander zu versorgen? Oder sagt man da lieber, dass die Teamster, also die Transportgebäude, die wir ja standardmäßig kennen, die Transportbüros, wären die da sinnvoller? Ach, naja, ich meine, die Drohnen, solange man noch nur Drohnen übrig hat, die machen es halt sofort. Also die Teamster, da muss mal jemand auf Arbeit sein und überhaupt hingehen. Ja. Bei den Drohnen, das ist schon schneller. Also wenn man noch Drohnen über hat, warum nicht? Ja, jetzt habe ich genau das Problem, was ich immer habe. Bei mir brennt alles wie nieder. Nein. So, aber ich weiß mir zu helfen.
Wir bauen einfach ein Kraftwerk. Ja, okay. Während unsere Insel niederbrennt, können wir uns dann auch mal kurz um das nächste Gebäude kümmern. Wir hatten ja festgestellt, dass wir hier nicht nur Logistikdrohnen haben, sondern auch Passagierdrohnen. Mhm. Für die Passagierdrohnen brauche ich dann ja ein anderes Gebäude. Das befindet sich dann auch nicht hier. Ich erwarte das Drohnentaxi. Das wird sein, oder? Genau, Drohnentaxi. Das Drohnentaxi, schalten wir das auch frei. Wie baue ich das? Baue ich das jetzt an dem Punkt und das bedeutet, dass der innerhalb des Radiuses die Leute hin und her fährt? Oder habe ich zwei Passagier, wie heißen die jetzt schon wieder? Ich habe den Namen vergessen, Drohnentaxen. Und er fliegt das von einem zum anderen auch rüber. Nein, das ist korrekt. Das Drohnentaxi stellt in dem blauen Kreis Transport zur Verfügung. Das heißt, sobald die Taxis angeliefert werden, fliegen die selbstständig los, fliegen in der Luft, holen jemanden ab und bringen ihn zum Ziel. Egal wo oder nur innerhalb des Kreises. Okay. Innerhalb dieses Kreises. Das Start- und Zielgebäude muss innerhalb des Kreises liegen. Den Kreis kann ich vergrößern. Es gibt einen Arbeitsmodus, der heißt Langstreckenflüge. Genau, ja. Dann ist der wesentlich größer. Allerdings habe ich dann drei statt fünf Taxis. Das heißt, das ist der Arbeitsmodus für deutlich größeren Bereich, aber ich habe nicht mehr so viele Drohnen. Da ist dann abzusehen und zu prüfen, was das Sinnvollere ist, ne? Und ich denke mal, wenn das so eine verwinkelte Karte ist, wie ich sag mal auf Karte 3, dann ist das vielleicht ganz sinnvoll, das mit Taxen zu lösen, wenn das ginge. Genau. Es gibt einen kleinen Haken oder eine kleine Sache zu beachten bei den Taxidrohnen. Die transportieren niemanden, der nur ein paar Meter transportiert werden will. Ja. Und das bedeutet, dass sie manchmal bei manchen Konstellationen, wo sie sonst ja sinnvoll wären, leider nicht gut sind. Also zum Beispiel bei irgendwelchen, die Schlucht runter transportieren, bloß. Was sehr, sehr kurz, also sind sehr kurz. Ja, aber sinnvoll wäre. Genau. Weil der lange laufen müsste, aber leider per Luft kurz geht, da funktionieren die Taxidrohnen noch nicht so gut damit. Aber dann sonst eher eine Bushaltestelle bauen. Oder eigene Stelle fertig, denke ich. Ist ja von oben nach unten so das Gebäude der Wahl. Ja, das baue ich eigentlich nie. Aber okay, das ist bestimmt das Gebäude der Wahl. Ihr habt euch dabei was gedacht. Metro Stations gehen auch gut. Also Bushaltestelle fährt halt auf der Straße lang. Und wenn es halt keine gute Straßenverbindung gibt, dann ist blöd. Also Bushaltestelle geht vielleicht gut über die Brücke bei einem Fluss. Ja, also ich habe jetzt in der Zwischenzeit noch kurz Stoffe importiert, in der Hoffnung, dass wir dann auch die Drohnen hierfür bekommen, dass wir das mal vielleicht sehen können, wie die sich dann auch auf den Weg machen. Ich habe hier noch die Langstreckenflüge aktiv gehabt und wir warten jetzt, glaube ich, auf die Drohnen, dass die hier ankommen. Jetzt sehe ich, ich sollte das auch auf Passagierdrohnen wechseln. Das habe ich gesehen. Alle Drohnen, würde ich vorschlagen. Oh, das wurde aber gerade angegriffen, das Gebäude. Ich habe hier ein Kriegsschiff. Gut. Also es ist halt, ja gut, wenn man nicht richtig spielt, sondern nur guckt, dann hat man das mit den Angriffen, obwohl ich die, glaube ich, auf gering gestellt habe. Ja, ich kann den, muss ich erforschen. Na, ist doch doof. Hört jetzt auf anzugreifen. Ich frage mich, von wo die gerade kommen. Da, ich habe halt immer Glück jetzt, mit dem Angriff. Ja, machen wir hier. Sicherheit, noch mehr Militär sonst. Okay, jetzt haben wir hier auf jeden Fall auch die ersten Flugtaxen drin. So, da musste ich gerade einen kurzen Cut machen. Irgendwie hat mit der Aufnahme gerade gezeigt, dass da irgendwas nicht hundertprozentig richtig war. Und ich wollte, dass ihr auch alles versteht, worüber wir hier reden. So, wir waren auf jeden Fall hier bei den Taxen gewesen. Haben die auch eingestellt, erstmal auf gleichberechtigter Service. Und wir sehen halt auch oben, wie sie die ganze Zeit hin und her fliegen. Und ich muss sagen, es kommt Leben auf die Insel. Das gefällt mir auf jeden Fall. Der Luftraum wird endlich wieder voll. Jetzt fehlt mir halt irgendein Scharfschütze, der die ganze Zeit runterschießt. Das wäre für Multiplayer auf jeden Fall super interessant. Wir hatten tatsächlich erst eine grandiose, bombastische Explosionsanimation für die Logistikdrohnen. Und die war so gut und so auffällig, dass wir dann entschieden haben, dass wir die leider etwas dämpfen müssen, weil wir ansonsten wahrscheinlich irgend so ein texianisches Progress this one einblenden müssten, damit der Spieler das nicht als negativ auffasst. Okay, kein Problem, ich hätte das gerne. Ja, aber ich fände das gut. Echt nicht jedermanns Geschmack. Gut, aber also, der Luftraum, ich sehe auf jeden Fall, ist super voll. Ich
frag jetzt einfach mal so generell, wenn ich jetzt überlege, ich habe hier 50, ich kenne mich ja, meine Spielweise, ich habe jetzt hier auf einmal 50 von den Drohnenlieferdiensten zum Beispiel. Kann man die auch ausblenden lassen, wenn du schon sagst, das könnte zu viel sein für die Leute, oder sieht man die immer? Die Drohnen fliegen immer, aber ich hoffe, dass es nicht zu schlimm aussieht. Also eigentlich war es bis jetzt immer so der Feedback, oh, das schöne Wuselfaktor sieht aus wie Factorio. Ja. Okay, ich werde Mission 5 übrigens noch einmal spielen, nur für euch, und dann ist das alles nur noch weiß. Mal gucken, was das Limit der Drohnen ist, bis mein Rechner abstürzt. Mal gucken. So, ich hoffe, du kriegst das nicht klein. Also die sollten eigentlich ganz gut sein. Challenge accepted. Sie fangen allerdings an zu ruckeln. Also wenn man zu viele Drohnen hat, fangen die Drohnen an zu ruckeln. Das ist technisch bedingt im Hintergrund, aber keine Angst, die liefern ganz normal ihr Zeug weiter. Also es ist nur visuell, dass die ruckeln. Haben wir jetzt noch was beim Drohnentaxi, auf was wir eingehen sollten, was der Spieler wissen sollte? Oder haben wir das Wichtigste genannt? Keine Angst, Drohnentaxis stürzen nicht ab. Das haben wir uns verkniffen. Die werden stillschweigend ersetzt, wenn sie wieder landen, aber sie werden auch verbraucht. Das heißt, man muss auch kontinuierlich Drohnentaxis nachproduzieren. Ja, gut. Dann werde ich in der Zwischenzeit schon mal Elektronik importieren. Ich bin ein Importweltmeister, glaube ich. Sagen wir es dann, wenn man unbegrenzt Geld zur Verfügung hat. Ja, das kann ich übrigens auch ganz gut, wenn ich das nicht habe. Okay. So, jetzt werden wir noch Elektronik dazu holen und gehen dann auch auf das dritte Gebäude ein, was dazugehört. Das findet sich aber jetzt nicht unter Verkehr. Das dürfte sich dann ja unter Unterhaltung? Nee. Es ist ein Versorgungsgebäude, also muss es bei Dienstleistungen sein. Genau. Drohnen liefern nach Hause. Ja. Das, was Amazon vorhatte, nehme ich an. Ja, ich will jetzt hier keine... Ja. Gut, haben wir es direkt. Verletzung von Markenrechten, aber. das haben ja viele vor. Da ist ja auch die Regierung schon am Plan gewesen. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass sie das mit Zeppelin machen, aber. Das wundert mich auch gerade, weil das Gebäude heißt doch Drohnen liefern nach Hause und jetzt haben wir hier einen Zeppelin. Ja, das fanden wir einfach cool. Also ich glaube, der Zeppelin hat einfach nur. Es gibt ja bereits den Polizei-Zeppelin. Aber der war uns noch nicht gut oder nicht cool genug. Und jetzt haben wir noch einen Lamunchi-Lieferservice. Ja, ich sehe es. Unser einziger Lieferservice. Das ist halt super cool. Und Schwarz-Rot-Gold. Hat das was zu bedeuten? Oder war das jetzt wirklich nur Zufall? Ich glaube, das war nur Zufall. Okay, das verstehe. Guter Punkt. Also jetzt ist es natürlich kein Zufall mehr. Jetzt ist es gewollt. Ja. Okay, es war also, ich verstehe. Okay, Fast Food und ich kann hier einstellen Premium-Mahlzeit. Ja, das ist mehr oder weniger Geschmackssache. Wenn man viele Sachen zur Verfügung hat, also viele verschiedene Nahrungsmittel zur Verfügung hat, dann kann man durchaus überlegen, weil man damit mit richtig Geld verdienen kann, den auf Premium-Mahlzeit zu stellen. Das bedeutet allerdings, man braucht tatsächlich mindestens 4 verschiedene, damit überhaupt eine Mahlzeit zustande kommt. Das heißt, wer nur Korn produziert, wird mit Premium-Mahlzeit nicht ausliefern können. Genau, dann ist das sinnloses Gebäude. Ich finde das nämlich jetzt interessant, dass die Nahrungsqualität damit schon auf 70 gestiegen ist, was höher ist, als wenn ich einen Laden da stehen habe. Richtig, genau. Mit Premium-Qualität ist es höher, allerdings ist es auch bei dem Laden einfacher, die verschiedenen Sachen, also der Laden, der braucht einfach nicht viele verschiedene Sachen, sondern der wird nur besser mit mehreren Sachen. Ja, das Einkaufszentrum hat 60. Genau, aber okay. Ja. Der Grocery Store, der Einkaufsladen. Der große orange Klotz. Genau. Dann ist das sinnvoll. Ja, also ist sinnvoll, wenn man genügend Diversität zur Verfügung stellen kann, damit das Ganze auch funktioniert. Ja, bei mir gibt es meistens Fische. So. Wer einfach nur seine Leute sättigen will, der kann es auf Fast Food lassen. Genau. Jetzt sehe ich, er hat ein Symbol für einen Lieferbereich. Richtig. So das, was auch die Drohnen haben. Und ich kann jetzt hier das Liefergebiet einstellen. Genau, das muss ich auch machen. Ja, machen wir das doch mal. Und dann fliegt er auch los. Das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll, aus meiner Sicht jetzt, ich baue die Startposition in die Nähe von den ganzen Farmen, mitten rein am besten, damit der schnell beliefert werden kann. Oder ich lasse ihn von Drohnen beliefern und schicke ihn dann quasi von den ganzen Plantagen oder wo ich auch immer die Nahrung produziere, bis da unten in die Städte rein. Genau. Damit habe ich Platz für mehr Wohnhäuser, weil ich keine Läden mehr brauche.
Genau, also die Idee ist tatsächlich so, dass wir jetzt was zur Verfügung stellen, bei dem, oh, das gehen wir schnell, bei dem der Zeppelin selber woanders ausliefern kann. Typischerweise ist es nicht so schlimm, dass der jetzt so langsam fährt. Ist natürlich trotzdem alles Strecke. Also wenn ich es wirklich über die ganze Karte mache, dann kann es passieren, dass der kommt gar nicht hinterher, mit hin und her zu fahren. Aber normalerweise sollte es okay sein, dass der ein gutes Liefergebiet abdecken kann, auch wenn es etwas weiter weg liegt, sodass ich den Zeppelins, die Basisstation tatsächlich zu meiner Nahrungsproduktion setzen kann. Ja. Ich kann ihm aber jetzt persönlich, doch, warte mal. Nee, ich komme nur auf das Gebäude. Ich kann ihm nicht folgen. Den Drohnen. Nö, der ist groß genug, haben wir gehofft, dass man den hoffentlich findet. Ich kann es doch. Also Lupe. Er ist nicht groß genug. Ja, genau, man kann da hin zu. Ah, Tatsache. Ja. So, weil ich habe gerade gesehen, ich glaube, da fallen Fallschirme raus zum Beliefern. Nein, das sind Drohnen. Das sind Logistikdrohnen. Okay. Der Drohnenhausservice arbeitet mit den gleichen Drohnen wie auch der Drohnenlieferservice. Ah ja, steht auch. 10 Stück. Ich bin begeistert. Aber jetzt steht hier, Nahrungsqualität ist nur 40. Ja, steht auf Fastfood. Stimmt. Hast gewonnen. Ich dachte, ich finde vielleicht einen Fehler in dem Spiel, aber nein. Okay. Das war's dann erstmal, denke ich, soweit zu den Drohnensachen, weil die. Es fehlt noch die Surveillance, also die Überwachungsdrohnen. Die Überwachungsdrohnen. Die letzte Drohnenart, genau. Wir haben jetzt Logistikdrohnen. Genau. Stimmt. Und die Überwachungsdrohnen gibt's noch. Stimmt, die habe ich ja nur eingekauft. Gut, dass du dabei bist. Ja. So, dann gucken wir uns die doch auch nochmal an. Oder gibt es zu dem Lieferservice noch was zu sagen? Weil der war ziemlich selbsterklärend, fand ich. Ja, der eine Sache noch, der nimmt auch Luxusgüter und liefert dann genauso wie der Einkaufsladen, liefert er auch Luxusgüter aus, aber nur an Reiche, genauso wie der Einkaufsladen. Okay. Es gibt bei mir keine Einkaufsläden mehr, als hätte es die je gegeben. Die vergesse ich immer zu bauen. Dafür kriegen sie einen Friedhof mitten reingesetzt. Ich meine, dafür sind die Drohnen auch schon, muss man sagen, Nickel und Aluminium und die ganzen Factories. Das ist schon eher so ein Late-Game-Sache. Also es ist nicht gerade für den Early-Start vielleicht, außer man ist so gut, dass man alle Karten in schwer durchspielen kann. Ist das eine Anspielung auf irgendjemanden, den ich kenne? Ich denke, es ist schon eine Leistung. Also es ist, wir haben genügend Feedback aus dem Forum. Oh, Spiel ist zu schwer. Ganz zu schwer. Geht gar nicht. Die Mission kann niemand schaffen. Ja. Ich bin gerade am gucken, wo finde ich das letzte Gebäude? Ist das das Drohnenkommando, ne? Oh Gott. Nein, die Spionageakademie ist das, glaube ich. Nein, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Gut. Das Gebäude muss die Medien und Education. Das, genau. Medien und Bildung. Geheimdienst heißt das auf Deutsch. Den Geheimdienst? Genau. Setzt Überwachungsdrohnen ein, um die Bürger zu manipulieren. Auszuspielen, ja. Und jetzt bin ich selber am Überlegen. Ich meine, das Gebäude gibt es aber auch schon ewig. Wir bauen das einfach mal. Geheimdienst ist neu. Ja, den sollte man noch nicht haben, wenn man den DLC. Stimmt. Okay. So, und der hat auch Drohnen, das ist eine andere Drohnenart. Ja. Die fliegen auch nicht selber hin, sondern dafür braucht man auch wieder den Teamster oder übrigens auch den Drohnenlieferservice. Also man kann auch mit dem Drohnen, mit dem Drohnengebäude kann man auch Drohnen ausliefern. Man braucht auch nicht unbedingt die Teamster. Gut, dass wir da noch eine Route frei haben. Einmal von da nach da. Genau, überwachen. Check! Man kann übrigens die Drohnen noch exportieren. Das wird auch gemacht und kann damit auch ganz schön gut Geld verdienen, habe ich mir sagen lassen von unseren Testern. Okay, Moment. Was sind die Drohnen wert? Dann sage ich dir das. So, wir gucken mal erstmal nach den Preisen. Gut, jetzt spiele ich hier mit allen DLCs an. Das heißt, die Marktpreise sind eh nicht ernst zu nehmen. Hier fehlt mir manchmal eine Suche, wenn ich einen Artikel suche und die nicht alphabetisch sortiert sind. Oben bei aller Handelswaren könnte man jetzt noch auf veredelte Güter schauen. Ja, ich musste auch hier gucken. So, das Logistikdrohnen sind wirklich viel wert. Zumindest hier aktuell. Das könnte interessant sein, weil die in der Herstellung ziemlich günstig sind. Überwachungsdrohnen sind noch mehr wert. Ja, ich glaube, ich habe ein neues Exportgut. gut. Ich weiß, womit ich mein Geld verdiene. Alles klar. Gut. Auf jeden Fall. Wichtig auf jeden Fall, dass man das mal machen kann. Und dass man das auch weiß, dass es funktioniert. Zumal die ja auch sehr schnell hergestellt werden, wie ich gesehen habe. Mhm. Jetzt kann ich hier eine Route konfigurieren. Und genau. Wo schicke ich die hin?
Die Route, die ist jetzt ein Kreis, der quasi mit dem Gebäude selber startet und endet. Jetzt kann ich also mehrere Punkte anklicken nacheinander und dann sollte man so schön eine Route draus machen sehen. Ja. Und die Überwachungsdrohnen werden dann diesen Kreis abfliegen. Oder also diese, die werden die so gut abfliegen und sind quasi wie so ein kleine, ja, nicht Zeitung, sondern halt ein kleines Gebäude und je nach Arbeitsmodus bewirken sie dann verschiedene Sachen auf ihrer Bahn. Das heißt, das ist ähnlich auch wieder dem Drohnen-nach-Hause-Lieferservice eine Möglichkeit, auch von ferne oder ein bisschen ferne, weil das das Drohnengebäude selber ist immer Teil, der Geheimdienst selber ist immer Teil davon, der Route, aber man kann sie doch schon eine ganze Weile rumschicken, um jetzt bestimmte Sachen zu machen, woanders. Dann habe ich direkt meine Frage. Denn ich gucke mir das ja natürlich auch ein bisschen an nebenbei und ich sehe, konsumiere Schlaf und Grosche. Generieren Sie 50 für jeden Bürger, der im Wirkungsbereich lebt. 50 was? 50 Geld. Oh, ich kriege Geld? Ja, was für eine blöde Frage. Das hat mich gerade halt ein bisschen gefragt. Der Rest ist halt, ja, da muss man dann halt mal in Ruhe, denke ich, das sollte jeder für sich entscheiden, je nach Spiel. Was denn da sinnvoll ist, das ist aber interessant. Ich glaube, der bietet langfristig sehr viele Möglichkeiten. Und ich kann das, ist das ein einzigartiges Gebäude oder kann ich davon auch mehrere bauen und die ganze Insel nachher überwachen? Das ist kein einzigartiges Gebäude, da kann man tatsächlich die ganze Insel versuchen zu überwachen. Allerdings decken sich, glaube ich, die Wirkungssachen nicht. Das heißt, wenn eine Drohne irgendwo drüber ist und es kommt eine zweite, glaube ich mich zu erinnern, haben wir gesagt, nee, da machen wir jetzt nicht noch mehr. Weil das wäre eine unendliche Geldquelle, deswegen frage ich. Die tatsächliche Position der Drohne ist auch nur visuell. Also das heißt, Kreis wird berechnet und die Wirkung ist auch kleiner, je größer der Kreis ist. Also das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, okay, dann mache ich jetzt hier mit einem Gebäude im Zickzack durch die ganze, überall lang. Ja, kann ich machen, aber dann kriege ich halt seltener das Geld für diese 50, beziehungsweise der Effekt ist dann schwächer. Okay, also kleine Kreise, viele Gebäude. Für mehr und dafür auch höheren Drohnenverbrauch natürlich. Weil die Drohnen stürzen auch immer mal ab. Das ist schlecht. Hier steht eine. Die macht Pause. Die macht Pause drüber. Ja. Wenn die abstürzt, kracht sie auf das Gebäude. Das Gebäude brennt. Das ist eine Lieferdrohne, die wartet, bis da endlich wieder Drohnen frei sind. Ich habe ja gesagt, die Drohnen sind ziemlich stupide dumm. Das heißt, in dem Gebäude, in dem Geheimdienst selber, sind wahrscheinlich alle Drohnen geliefert. Denkst mal, also die sind alle voll. Und jetzt warten die Drohnen oben drüber. Nein, ist sie nicht. Überwachungsdrohnen 14 von 20, er könnte sie abliefern. Na, sowas. Okay, toll. Ja, dann weiß ich jetzt gerade nicht, was die Drohne da oben drüber macht. Und eigentlich denke ich, sollte sie jetzt mal landen. Jetzt ist sie weg. Jetzt fliegt sie aber weg. Batterie ist leer. Kein Problem, die kommt wieder. Batterie leer ist. Gut, das passiert halt mal. Ich habe es gerade nur durch Zufall gemerkt. Ist ja nicht schlimm. Wer kennt das nicht, überm Haus schwebt irgendwas und das ist dann weg und alles gut. Jetzt sind aber auch 20 Überwachungsdrohnen da. Ja, okay. Wahrscheinlich nur ein kleiner visueller Anzeiger. Ja, irgendwie kann ja mal passieren. Zu spät oder da, so. Aber da ist sie wieder. Normalerweise warten sie jetzt da. Und ja, jetzt ist auch alles okay. So, na gut. Sonst zu dem Gebäude noch was Wichtiges? Wenn die jetzt runterfällt auf das Gebäude, dann brennt das nicht, oder? Nein. Die versuchen nur immer mal die Waren abzuliefern, beziehungsweise liefern es ab. Also das ist harmlos. Wir haben das auch so gemacht, dass man so ein bisschen visuell ein Feedback bekommt, wo halt viele Drohnen drumrüber schwirren, ist wahrscheinlich noch was zu optimieren möglich. Weil dann kann man entweder sagen, okay, hier brauchen wir jetzt nicht mal Drohnen abliefern oder hier kommen die Drohnen sowieso nicht nach. Da kann ich mal noch ein paar mehr Routen einstellen dafür, dass nicht ganz so viele Drohnen auf der gleichen Route sind, zum Beispiel. Ja. Gut. Also man muss sich keine Gedanken machen, dass die auf ein Haus stürzt und dann brennt es dort. Nein, das haben wir nicht gemacht. Okay, das war ja freundlich gewesen, weil ich glaube, sonst hätte ich meine ganze Stadt in Schutt und Asche liegen, 0, nichts. Gut, dann sind wir auch mit dem Gebäude auf jeden Fall, denke ich, durch. Ich denke, ja. Und können übergehen zu einem Gebäude, was ich sehr interessant fand, und zwar zu einem neuen Flughafentyp. Und ich habe selber beim Spielen gemerkt, dass ich da leicht verzweifelt war, zumindest am Anfang, weswegen ich ja auch angefragt habe, ob wir das gemeinsam mal erklären können, wie das Gebäude ursprünglich gedacht war. Dafür baue ich jetzt einfach mal hier aus Langeweile zwei Flughäfen, damit wir den auch mal richtig verwenden können. So. Ich brauche hier hinten, glaube ich, ein paar Einwohnerkünste, sonst funktioniert hier gar nichts.
Auch immer, ich habe die Straße falsch rumgebaut. Bin ich ein Genie. Gut, das arbeitet jetzt genialerweise eh nicht. Ne? Das ist schlecht. Dann werden wir hier noch schnell einen Holzfäller hinbauen, dass wir irgendeine Ware haben, die wir transportieren können. So. Wer mich kennt, weiß, wie ich einen Holzfäller baue. Das passt schon. Und kurz noch ein paar Wohnhäuschen. Geringverdiener, deswegen Baracken, weil die würden große Apartments nicht einziehen. Weiß ja jeder. So, dann hätten wir das erstmal, dass wir hier eine kleine Wirtschaft haben. So, der Flughafen soll ja dazu dienen, dass man über größere Distanzen oder auch über mehrere Inseln die Waren transportieren kann. Jetzt war für mich das Problem gewesen, ich habe das eingestellt und ich habe irgendwie festgestellt, da funktioniert gar nichts. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, so mein erster Eindruck. Und wie habt ihr euch das gedacht? Wie soll man die Routen richtig einstellen, sodass die Flughäfen so arbeiten, wie man das sich wünscht? Ich sag mal, ich will ja jetzt hier alles hinhaben. Für die Zuschauer, die das jetzt noch nicht kennen, wir können auswählen zwischen Transport, Im- und Export, ist halt sehr selbsterklärend. Aber ich möchte ja eigentlich jetzt das Holz, was ich hier unten produziere, möchte ich jetzt hier oben haben, um es weiter zu verarbeiten. Genau. Was mache ich jetzt, um es richtig zu machen? Genau, also wenn man an den Flughafen rangeht wie so ein bisschen ein Drohnengebäude, dann ist es ein bisschen einfacher. Also der Flughafen ist auch im Transportmodus so, dass man ihm genau sagen muss, was er machen soll. Und genau das macht er auch. Und nichts anderes. Das heißt, es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie nur sagt, okay, die beiden Flughäfen sind verbunden und dann machen die so wie Teamster das automatisch, sondern man klickt auf die Routen und dann konfiguriert man quasi eine Route für einen Flughafen. Ja, gut. Da hat man jetzt in jedem Flughafen zwei Routen zur Verfügung. Zumindest, wenn er auf dem Transport steht. Ja, habe ich so eingestellt. Jetzt bin ich auf dem Flughafen und ich als Spieler möchte, dass dieser Flughafen das Holz rüberbringt. Genau. Also gehe ich auf, ich erstelle die Route. Sage. Nach da oben. Nein. Ja. Okay, nochmal. Nochmal wegklicken und nochmal von vorne. Man klickt drauf und dann klickt man zuerst den an, von dem es losgehen soll. Ja, genau, also von dem hier. Route. Ja, genau, jetzt Routentab und Route konfigurieren. Dann wählen Sie den Frachtflughafen auf, von dem das Flugzeug Ressourcen abholen soll. Also wenn von unten nach oben, dann auf den eigenen Flughafen klicken. Jetzt klicke ich quasi den an, von dem ich die Waren lostransportieren möchte. Und das ist jetzt in dem Falle der eigene Flughafen. Das heißt, ich klicke auf meinen eigenen Flughafen nochmal. Nochmal auf meinen eigenen? Genau. Und jetzt wähle ich das Ziel an, zu dem es hingehen soll. Genau. Das wäre das der? Ja, und das ist jetzt ein bisschen diese quirky UI, die wir versucht haben, so ähnlich wie die Drohnen zu designen, weil da klickt man halt auch erst auf von wem es gehen soll und dann zum Ziel. Und jetzt wähle ich noch aus, welche Ressourcen. Zum Beispiel nur Holz oder alle oder was auch immer. Ja, ich möchte ja, Baumstämme heißt das. Das heißt ja nicht Holz. Baumstämme. Ja, und dann, zurück. Und dann auf zurück. Und jetzt habe ich nochmal die Übersicht da unten. Start von Lamo Bravo nach Bananenlandefeld. Okay. Bestätigen. Jetzt bestätigen, genau. Jetzt habe ich die Route so konfiguriert. Jetzt transportiert er von mir zu dem anderen. Was das andere wäre, deswegen haben wir auch zwei Routen als Möglichkeit. Was man auch machen kann, ist, man kann von einem anderen Flughafen was zu mir transportieren lassen. Das heißt, jetzt zum Beispiel mal auf Route 2 klicken. Okay. Machen wir. Jetzt kann man sagen, zum Beispiel von dem anderen, genau. Von dem oben. Genau. Und jetzt kann man nicht noch einen zweiten anklicken. Und das ist das bisschen das, huch, was ist jetzt? Weil das Ziel automatisch ausgewählt wird, weil man immer der eigene Flughafen muss immer entweder Start oder Ziel sein. Deswegen ist die Zielwahl, wenn ich von einem anderen transportiere, immer automatisch der eigene Flughafen. Wir sind noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dieser UI, aber das ist die Idee, dass sie jetzt erstmal so ähnlich wie die der Drohnen ist und hoffentlich deswegen ein bisschen, genau. Und wenn ich das jetzt bestätigt habe, dann habe ich quasi gesagt, bring Holzstämme hin und auf dem Rückweg bring gleich Batterien zurück. Ich muss sagen, dafür, dass ich das jetzt eine Weile gespielt habe, jetzt habe auch ich noch mal was dazu gelernt, weil ich habe ihn nur immer so verwendet, dass ich das abholen lasse und dass ich wirklich den Befehl geben kann, dass ich von dem Flughafen auch was wegtransportiere. Das war mir persönlich jetzt gerade auch komplett neu. Genau. Von daher, also, super, danke. Das macht er jetzt auch, selbst wenn der andere Flughafen zum Beispiel auf Import-Export steht. Das heißt, man kann damit auch von einem Flughafen, der was importieren soll, was woanders hinschiffern mit einem Transport, genau. Also der Import-Export selber wird jetzt keine Flugzeuge zur Verfügung stellen, um was abzuholen oder hinzubringen. Deswegen ist auch oben dieser Tab etwas grau. Und wenn du den jetzt auswählst, den Routentab von dem Import-Export, steht dann auch da, sind deaktiviert, weil der steht auf Import-Export. Aber der andere Flughafen wird ja hier Zeug abholen, Batterien oder hinbringen, Holzstämme.
dann dient er kurzzeitig als Lager und kann es mir jetzt passieren, ich möchte ja von diesem Flughafen Batterien abholen und gleichzeitig kommen welche zum Export. Kann es jetzt passieren, wenn das Exportflugzeug zuerst kommt und die ganzen Batterien aufgekauft hat, dass dann der andere leer ist? Oder ist die Ware vorher schon festgelegt, dass ich sicher sein kann, dass auch ein gewisser Teil trotz Im- und Export runtergeliefert wird? Das ist eine sehr gute Frage. Dafür sind wir hier zusammengekommen. Da müsste ich jetzt tatsächlich den Spezialisten fragen, der das implementiert hat. Das ist mein Arbeitskollege, das habe ich. Das ist ein, also bei dem, ja, Moment, okay, das kann ich tatsächlich so nicht beantworten. Eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, je nachdem, ob das Flugzeug zuerst kommt, wird das einfach mit abtransportiert. Selbst wenn es woanders hingeschiffert werden soll. Okay. Würde ich jetzt behaupten, aber ich bin mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher. Es ging auch ein paar Mal hin und her. Wir haben das ein paar Mal diskutiert, wie es sein sollte. Da auch bitte gerne, liebe Zuschauer, genau dafür Steam Forum. Also wenn euch da was nicht passt dran, dann auch bitte gerne das äußern und sagen, hier, das ist total behumst. Ich weiß nicht, wie das geht. Das funktioniert gar nicht richtig. Ich hätte es lieber so. Und wenn ihr das so machen würdet oder so machen würdet, dann hättet ihr noch diesen Use Case mit, den ich ständig brauchte und das und so weiter. Wir sind da gerne offen für Feedback und es wurde ein paar Mal hin und her diskutiert und auch dieser Punkt kam tatsächlich an. Wie soll sich der Flughafen verhalten, wenn eine Transportroute eingestellt ist mit in Bezug auf Import-Export? Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, wie die Endidee gewesen ist. Okay, ihr habt es gehört, also bitte da rein, schreibt ruhig, dass ihr das aus dem Video habt, dass ihr den Hinweis bekommen habt, ihr sollt das melden, macht das. Nur so können wir das Spiel optimieren, wie es die meisten Leute haben möchten. Man geht halt sehr stark schon auf die Wünsche der User ein, das ist mir auch in der Vergangenheit immer aufgefallen. Und macht den Mund auf. Gut, zum Flughafen. Gibt es da noch etwas, was wichtig ist, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten, damit das reibungslos funktioniert? Oder ist hier eigentlich alles gesagt? Ach so, okay, die sind zum Export da. Ich wunderte mich gerade, warum die hier drin sind. Ja, nö, eigentlich denke ich, das war es schon fast zum Flughafen. Ja, dann habe ich aber jetzt nochmal noch eine Frage. Mhm. Wenn ich jetzt über mehrere Inseln verfüge, ne? Ich habe ja jetzt hier auch Nachbarinseln und ich sag mal, ich hätte hier oben, hier hätte ich einen Flughafen. Jetzt importiere ich irgendeine Ware, ist egal was, die ich aber hier unten brauche. Werden die Waren gleichmäßig auf alle verteilt und ich müsste sie von dem Flughafen oben nochmal hier runterbringen beim Im- oder Export? Oder ist es schon so, dass man irgendwie einstellen kann, ob jetzt der Flughafen den Import durchführt oder nur der Frachthafen? Habe ich da einen Einfluss drauf? Man hat keinen Einfluss drauf, wo die Waren ankommen, wenn ich eine Importroute habe. Das wird aber vom System her sinnvoll gemacht, hoffe ich mal. Also wenn wir keinen Bug drin haben. Das heißt, ein Gebäude wird die nächststehende Importmöglichkeit, das sind Docks und jetzt auch Flughafen, sehen und dort anfragen, ich möchte bitte Baumstämme haben, wenn ich eine Importroute für Baumstämme habe. Ja. Und wenn ich nur eine Importroute habe und dann wird die auch manchmal von, genau, und niemand will Baumstämme haben, dann wird sie irgendwo, je nachdem, wenn das Schiff gerade irgendwo ankommt oder der Flughafen landet, wird immer mal ein paar Baumstämme abgeliefert, wenn es niemand will. Ansonsten soll das bevorzugt dort angeliefert werden, wo die zuerst gebraucht werden. Okay, das ist natürlich eine sehr gute Sache. Also ganz viele Flughäfen bauen und dann alles importieren. Ist im Prinzip nicht anders als mehrere Docks bauen. Also es sollte auch jetzt schon mit Docks so funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Insel habe mit Docks und eine Hauptinsel habe mit Docks, ich habe zwei Docks, und auf der Hauptinsel wären viele Lumbermills, also stehen viele Sägewerke, dann sollten eine Importroute für Baumstämme bevorzugt auf der Hauptinsel passieren. Okay, dann sind wir mit dem Flughafen durch. Meine Fragen sind beantwortet. Jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, kein Gebäude. Habe ich ein neues vergessen? Außer die Kanone. Die Kanone. Ja. Ja, in der Albers fällt man rein zum Flughafen. Das ist ein Gebäude, das gibt es ab World Wars. Das heißt, Ray auch ein bisschen eher als nur Modern Times. Die ganzen anderen Truhen gibt es aus der Modern Times. Okay, das heißt, wenn man früh anfängt, kann man früh Flugzeuge bauen. Man kann in World Wars schon die ersten Flugzeuge in Form von Flughafen. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass wir auch mal nach langem wieder was bekommen haben, was man sehr früh benutzen kann, wo man nicht auf die Moderne wartet. Ja, ich wollte noch sagen, was ich besonders persönlich ganz nett finde, ist die Interaktion mit Drohnen und auch
Ja, genau, Drohnen und dem Lagerhaus. Die Drohnen werden alle Restriktionen ignorieren. Also wie gesagt, die sind strohdoof, die machen genau das, was man programmiert. Das heißt, wenn man in dem Lagerhaus einstellt, das soll nur für Export sein oder das soll nur und so weiter, die Drohnen ignorieren das, die werden trotzdem Zeug abliefern und anliefern. Und genau das gleiche... Moment. Das normale Lagerhaus, das, was wir damals irgendwann mal bekommen haben. Genau, das Lagerhaus. Ich suche das, da ist es. Im Januar gab es ein Lagerhaus, genau. Genau, das kenne ich noch. Lama, der Wall Street, glaube ich, war das. Ja. So, genau. Das heißt, hier können wir trotzdem, auch wenn das alles füllt, können wir einfach sagen, ja, ist mir egal, hol das trotzdem ab. Genau, genau. Also auch wenn ich sage, das ist nur für Import, das ist nur für Export, nur für Produktion oder sowas, die Drohnen ignorieren das, die werden da Zeug anliefern und auch abholen. Ja. Und das gleiche gilt übrigens auch für pausierte Gebäude. Ist auch ein neues Feature seit August, glaube ich. Ja. Das ignorieren die Teamster, wenn ein Gebäude pausiert ist, aber Drohnen nicht. Das heißt, damit kann ich auch mit Drohnen zum Beispiel, hatten wir jetzt die Sache, ja, ich will ein Gebäude abreißen oder plane es abzureißen, aber das soll erstmal leer gemacht werden, weil ich die teuren Sachen da drin behalten will. Okay, Drohnen von diesem Gebäude an den Dock, alles ausliefern lassen, sobald die Drohnen aufhören, dann kann ich es abreißen, zum Beispiel. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass man die Gebäude dann auch direkt leer kriegt. Ich werde hier angegriffen, ich muss nur eine kleine Gegenmaßnahme einleiten. Kleine? Pazifistischer Staat, wir hatten das geändert. Check. So. Alles upgraden, was ist da los hier? Nee, wir sind ja hier auch erstmal durch, weil das andere Gebäude können wir hier gar nicht bauen. Ne? Wir haben jetzt sonst, denke ich, alle Gebäude hier raus aufgezeigt. Ach, und nein, es gibt noch eins. Noch eins. Ja, noch eins. Das hat nichts mit Drohnen zu tun. Das ist die Ballonfahrt und Entertainment. Tourismus, genau. Oh, die habe ich selber noch nicht gesehen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt alle 5 Level gespielt, aber das habe ich noch nicht gesehen. Ja, die ist im letzten Teil, wird ein bisschen gefeatured in einer Mission, aber es ist nur eine Sidequest. Also die ist, das, also ist jetzt nicht ein phänomenales, ganz cooles, aber wir wollten auch mal so für die Touristen noch ein bisschen was Neues machen. Und ja, das ist auch, passt so ein bisschen thematisch zu Caribbean Skies, weil das sind teils ja auch. Definitiv. Und es benutzt auch wieder eine etwas bekannte UI, nämlich die Routen konfigurieren, genau. Check. Route einstellen. Funktioniert genauso wie die Route von dem Intelligence Service, also von dem Geheimdienst. Ich sage eine Route. Allerdings, man sieht hier, es stellt sofort um auf die, wie hübsch alles ist. Ja, das ist jetzt eine sehr lange Route, okay. Hauptsache weg. Gut, ja. wie das funktioniert ist, die Zufriedenheit der Leute wird größer, je mehr grüne Gebiete ich quasi überfahre. Also je mehr sehenswerte Sachen ich damit abdecke. Okay, das ist interessant. Einfach ein schöner Touristen, also eine schöne Touristenattraktion. Und jetzt hier, okay, dauert 1340 Tage. Da ist das wahrscheinlich das Einzige, was die Touristen machen. Okay. Aber das ist doch eigentlich ganz gut, wenn es heißt, wie ich erinnere mich jetzt an eine Mission, ich glaube Mission 4 wird das, wo man eine gewisse Anzahl an Touristen gleichzeitig haben muss. Wenn ich die alle über ein paar Jahre wegschicke, okay, dann, schon unser Min-Maxer. Dann hätte ich das Problem doch gelöst. Aber ja, gut. Netter Trick. Ich glaube, die gibt es sogar auch seit Cold Wars. Das kann sogar sein. Das werde ich nachgucken. Nein, das kann überhaupt nicht sein im Kalten Krieg, weil es den Tourismus in dieser Zeit noch gar nicht gibt. Ah, okay, gut. Ja, stimmt. Richtig. Das ist Spieler gegen Entwickler. Nee, Tourismus gibt es seit Kalten Krieg. Nein. Gut. Da kommen wir gleich zu. Ich füge mich dem. Ja, wir wechseln ja gleich auf eine Karte, weil das Gebäude gibt es ja auf dieser Karte nicht. Nicht Kolonialzeit, Kalter Krieg. Ist das Holger jetzt... Kolonialzeit ist die Map 2, das ist die... Da wollten wir jetzt auch rein. Genau, zur Bombe. Zur genau, dann würde ich sagen, ich gehe da auch mal ganz kurz nebenbei rein. Da wir hier ja jetzt durch sind, kurz ins Hauptmenü. Genau, dann kann ich vielleicht noch kurz sagen, was zur dem eigentlichen, dem besten, finde ich, von dem Drohnen-DLC, Caribbean Sky DLC, das ist nämlich die Kampagne. Also ja, wir haben jetzt ein paar neue Gebäude, okay, das gab es vorher auch schon, aber wir haben auch 5 neue Maps statt nur 1 und das ist eine fortlaufende Story in dieser Map. Das heißt, jetzt hier sind schon alle freigestellt, normalerweise muss man auch alle nacheinander durchspielen
Und das ist auch so gedacht und das ist auch ein bisschen einführend nacheinander, die ganzen verschiedenen Mechaniken werden durch die Kampagne eingeführt. Mit vertont, so wie man es kennt, und Intro, Outro, alles drum und dran. Und eigener Story. Kann ich so bestätigen, definitiv. So, um die Sache, um die es jetzt geht, das ist in der zweiten Mission und wir sind auch in einer schönen Zeit. Ich spiele automatisch immer auf schwer und die Leute haben jetzt gesehen, ich habe Mission 3 nicht abgeschlossen. Die werde ich als letztes spielen. So, aber das Video überspringen wir alles und das interessiert uns alles nicht, was hier auf uns zukommt. Jetzt haben wir nicht unendlich Geld. Deswegen ist es auch eine direkte erste Mission, die wir bekommen. Noch bevor wir das bauen, da müssen wir jetzt ganz kurz einen Augenblick warten, aber das geht relativ schnell. Ja, wir können nichts importieren, das haben die gemein gemacht. Die Mission sollte ja sofort kommen, da ist sie auch schon und dann können wir mal ganz kurz Pause drücken. Und zwar ist es die Düngerkanone, das ist ein Gebäude, was wir nur in dieser Karte haben. Und das baue ich direkt mal. So. Genau. Dann drücken wir Pause. Genau. Okay. Genau. Eine Sache, die wir auch einführen mit dem neuen DLC, sind Map-spezifische Gebäude. Also Gebäude, die es nur in bestimmten Karten gibt, wie hier zum Beispiel die Düngerkanone und auch zugehörige UI-Elemente. Das ist dann oben mittig. Das ist dieser Button da. Genau, der gehört also quasi zu der Düngerkanone oder beziehungsweise zu der fortlaufenden Story für die Kampagnen. Haben uns gedacht, weil wir versuchen wollen, die Kampagnen etwas komplexer zu machen und ein bisschen hoffentlich auch mit mehr komischen neuen Game-Mechaniken, die es dann nur in dieser Kampagnenkarte gibt und sowas, das alles mehr zu spezialisieren. War in der Hauptkampagne auch schon dabei, wer das kennt, klar. Dann, aber hier haben wir jetzt gesagt, okay, machen wir jetzt auch noch neue Gebäude dazu. Und ja. Ich habe das Gebäude auch gesehen. Ich muss sagen, es sieht erstmal sehr hübsch aus, passt auf jeden Fall in die Zeit. Und ich fand vor allem das Feature sehr interessant und ich würde mir das, muss ich sagen, fast schon auch für andere Sachen wünschen, vielleicht so im Hinterkopf, denn was es macht, wenn wir das anklicken, ihr seht erstmal alles rot und das, was ich jetzt um mich herum habe, ist ein grüner Kreis. Aktuell ist diese Insel komplett ohne Möglichkeit, etwas anzupflanzen und wenn ich jetzt hier hinklicke, gebe ich eine Kanonenkugel aus und auf einmal kann ich hier alles anpflanzen. Wenn ich jetzt auf eine Plantage oder Farm gehe, egal, was ich auswähle, es ist grün. Und da denke ich mir, es hat ja bisher immer funktioniert, dass wenn ich eine Farm baue, die ich auf normal eingestellt habe, oder ja, eine Plantage, irgendwann lässt der Nährwert im Boden nach. Wenn man den wieder auffrischen könnte mit einem Gebäude, deswegen gibt mir das Gebäude doch überall. Okay. Muss ich leider übrigens auch noch dämpfen, Vorsicht. Die Soil-Degradation, also der Verlauf, wenn ich das nicht auf Monokultur stehen habe, der wird durch die Düngerkanone nicht zurückgesetzt. Ja, das macht nichts. Aber ja, trotzdem in der Moderne habe ich das Problem ja nicht. Da habe ich ja automatisch diese Hydrokulturen, die ich dann baue. Ne? Das habe ich ja wirklich nur in den alten Zeiten. Genau, richtig. Nee, genau, es ist richtig. Übrigens, auch hier geht über die Zeit, das ist die Idee dieser Karte. Man muss halt permanent neue Kanonenkugeln besorgen, weil über die Zeit wird die Bodenfertilität wieder schwächer und man muss die quasi was wir jetzt eingestellt haben, 2 Jahre oder so, wieder auffrischen. Ich meine, das war sogar, je mehr Gebäude ich habe, desto schneller lässt das nach. Das war mein Eindruck. Das ist okay. Wirklich nur mit der Zeit. Wenn ich keine Gebäude baue, nur zugucke und warte, dann ist die auch noch eine Weile wieder weg. Das heißt, am besten sogar schnell Gebäude hinbauen, viele Gebäude hinbauen in den Kreis, bevor sie weg ist. Aber dran denken, die normale Bodenverschlechterung, die es ja in der Kolonialzeit gibt, bis auch moderne, die findet immer noch statt. Da gibt es einen Notmodus dagegen. Also wenn man den umschaltet, dann nicht mehr. Ist auch tatsächlich zu überlegen auf die Multikultur. Genau. Mache ich immer. Genau. Auch wenn das nachlässt, aber ja, das ist. Wobei in dieser Karte hat man halt auch eine interessante Alternative, man kann einfach woanders hin bewegen. Die Karte ist groß genug, ist kein Problem. Man kann einfach dann so verbrannte Erde mäßig einfach die nächste Kanonenkugel woanders hinschmeißen und mit den ganzen Gebäuden umziehen. Dazu kann man gleich die neue Funktion featuren, die wir im Oktober eingebaut haben, das Relocate. Genau, die habe ich auch gesehen. Und zwar hier kostet allerdings je nach Gebäude unterschiedlich. Und das wollte ich gerade mal nachgucken. Ob das günstiger ist. Ja, es kostet nur ein Drittel des Preises. Richtig.
Ist tatsächlich so günstiger, Minimum aber 500. Ja, das ist relativ einfach. Ihr klickt das Gebäude einfach nur an, könnt dann entscheiden, wo ihr das haben wollt. Ich setze das jetzt einfach mal andersrum. Denkt mir so, hey, hier ist das doch viel cooler auf der Seite. Lasst mich in Ruhe. Und dann wird das Gebäude umgezogen. Damit setzt ihr aber auch, wie ich gerade sehe, den Wachstumsstatus wieder zurück. Ja, bei der Plantage werden. Also es werden ein paar Parameter zurückgesetzt. Was auch passiert, sind alle Arbeiter fliegen kurz raus. Aber normalerweise kommen die dann relativ schnell wieder. Also es gibt so einen kleinen Hiccup, aber typischerweise nicht sehr schlimm. Ja, ist ja auch wirklich nicht schlimm. Sie sind ja schon wieder alle da. Jo. Gut, das war's dann zur Kanone, würde ich sagen. Also ich muss sagen, ich kann als Feedback geben, da ich jetzt alle Level gespielt habe, es hat wirklich mega Spaß gemacht, das neue DLC. Da großes Lob an euch. Sehr abwechslungsreich, immer wieder spannend gewesen, die neuen Sachen zu sehen. Vor allem die Videos, Leute. Ich sag euch, holt euch das DLC, wenn ihr das noch nicht habt. Und ich würde sagen, ich bin ja heute großzügig. Das Video kommt noch vor der gesamten Lösung. Das kommt genau dann, wenn das Spiel released wird. Ich werde unter allen Zuschauern, die in den Kommentaren einen Beitrag schreiben, was sie gut finden, werde ich noch einen Kiefer losen. Das werde ich dann in der dritten Mission, sprich heute ist Mittwoch, wenn das Video rauskommt, das ist dann Freitag. Am Samstag im Video werde ich dann den Gewinner von euch bekannt geben und werde ihn aber schon vorab angeschrieben haben, sodass ihr nicht so lange warten müsst. Also schreibt fleißig die Kommentare und einer von euch wird dann von mir den Key bekommen. Auf Steam allerdings, das möchte ich dazu sagen, da ich sonst die Keys nicht rausgeben kann. Ja, wer bis jetzt dran war, hat eine Gewinnchance. So, wie gesagt, bei dir kann ich mich auf jeden Fall nur ganz herzlich bedanken. Wir haben jetzt hier über 40 Minuten, ist ja fast eine Stunde die Aufnahme. Ich guck mal, wird ein langes Video werden, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Information. Ich hoffe, dass wir auch allen Leuten da draußen weiterhelfen konnten. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und du hast das letzte Wort. Oh, ich bedanke mich auch für die Plattform und hat super Spaß gemacht und mal sehen, falls wir mal wieder noch ein DLC machen sollten und dann auf das nächste. Ich freue mich auch schon auf die Videos, habe es auch noch nicht gesehen. Besonders von einem jemanden, der das Spiel definitiv besser spielen kann als ich, weil ich war sehr glücklich, dass ich die zweite Mission in leicht dann beim dritten Anlauf geschafft habe. Und werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein paar Tipps von deinem Channel holen. Alles klar, da bedanke ich mich. Alles Gute an euch da draußen. Wie gesagt, Fragen gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch einen Fehler finden solltet, was ich ja nicht wirklich viel erwarte, jederzeit schreibt ins Steam-Forum euer Feedback. Das liest der Entwickler auf jeden Fall, habt ihr selber gehört. Ansonsten an euch alles Gute. Heute kommt noch die Lösung zum ersten Level raus und das zieht sich die nächsten 5 Tage so durch. Jeden Tag ein Level. Habt viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Yuseko.